Wir schreiben das Jahr 2008 nach Christus. Die Automobilwelt ist in Gefahr. Der SUV-Virus hat die Erde erreicht. Massengefertigte Sportlimousinen vergiften den Quellcode der Supersportwagen. Doch einer ist zurückgekehrt, um das Gleichgewicht des Bösen wiederherzustellen. Die dunkle Macht hat einen neuen Anführer gesandt. Düster, gefährlich und teuer. Sein Name Lamborghini Reventon. Das hier ist die Nummer 0 von nur insgesamt 20 Überlambos weltweit. 1.190.000 Euro teuer. Trotzdem sind schon alle verkauft. Der Flughafen in Italien ist der perfekte Parkplatz für diesen Tarnkappensportwagen. Die mattgraue Farbe nennt sich Grigio Baradue und wurde nur für den Reventon entwickelt. Die Karosserie ist komplett aus Kohlefaser. Im Innenraum wird feines Alcantara-Leder dazugemischt. Aber Optik allein reicht nicht. Wie schnell ist der 1,2 Millionen Euro teure Lamborghini im Vergleich zu einem Jet? Zwei Turboturbinen eines Tornado-Kampfjets gegen 650 PS aus einem Zwölfzylinder. Wer beschleunigt schneller aus dem Stand und hat nach einem Kilometer die Schnauze vorn? Der Jet braucht vor dem Duell volle 30 Minuten, bis er überhaupt startklar ist. Das geht bei Lamborghinis Geschoss schon mal schneller. Die Idee, eine limitierte Sonderserie eines Supersportwagens herauszubringen, ist nicht neu. 2005 baut Ferrari zunächst 20 Exemplare des FXX zum Stückpreis von 1,7 Millionen Euro. Die Basis kommt vom Enzo, der rund die Hälfte kostet. Doch selbst wer so viel Geld übrig hat, kriegt nicht automatisch einen. Ferrari sucht die Kunden für den FXX selbst aus. Einen besitzt Michael Schumacher, der den Über-Ferrari mitentwickelt hat. Die anderen 19 Besitzer dürfen das bis zu 860 PS starke Ungetüm in einer eigenen Rennserie fahren. Der FXX hat keine Straßenzulassung. Bei Lamborghini beginnen die exzentrischen Modelle mit dem Countach. Von 1974 bis 1990 kommen knapp 2000 Stück auf die Straße. Umgerechnet baut Lamborghini in dieser Zeit rund 10 Autos im Monat. Schon hier schlägt ein Zwölfzylinderherz mit 455 PS hinter dem Fahrer. Das reicht für 290 Kilometer pro Stunde. 1990 kommt die Ablösung durch den Diablo. Dieser hat die scharfen Kanten des Countach abgelegt, ist satte 20 cm breiter und geht mit 550 PS stolze 330. 2001 dann der neue, moderne Enkel des Countach. Genauso aufregend wie seine Vorfahren, der Murciélago. Zurück zum Beschleunigungsduell. Die Technik des Reventon ist mit der des Murciélago identisch. Nur das Kohlefaserkleid des auf 20 Stück limitierten Exoten ist neu. Der Stealth-Bomber-Look ist aerodynamisch verfeinert. An der Leistung hat man kaum etwas verändert. Gerade mal 10 PS extra schenkt Lamborghini dem Reventon. Sekunden braucht der Lambo auf 100 km/h. Das Duell gegen den Tornado-Kampfjet geht allerdings über eine Distanz von 1000 Metern. Von Beginn an spurtet der Allradsportler dem Jet davon. Doch nach wenigen 100 Metern bricht der 20 Jahre alte Tornado am Supersportwagen vorbei und rast mit rund 320 km/h durchs Ziel. Der Lambo verliert auf einen Kilometer rund 5 Sekunden auf den Jet und kommt mit Tempo 260 über die Ziellinie. Der Kampfjet ist stärker, lauter und schneller als der Reventon. Dennoch steht fest, am Boden gibt es derzeit kein aufregenderes Fahrzeug. Und wir sind sicher, eines Tages schlägt das italienische Sportwagen-Imperium zurück.